Also eine weitere Folge. Was ist denn das jetzt eigentlich? Minecraft. Ja, und ja, wollen wir mal gucken. Wir haben ja beim letzten Mal uns Kühe besorgt. Auch wenn das rote Kühe sind. Mit weißen Flecken. Wir haben hier dafür gesorgt, dass wir vielleicht bald einen Rasen bekommen. Ja, also hat hier schon den Fluss überquert immerhin. Können wir das hier vielleicht noch zwei, okay. Das hier schon mal hinbringen. So. Okay. Ja, das ist verkehrt. Hier muss das rein, genau. Den Sattel packen wir mal in eine von diesen Kisten hier. Die Fische kommen in unsere Essenkiste. So, der Knochen kommt hier hinein in unsere Lootkiste. So, noch ein bisschen Gold noch. Sehr schön. Warte mal, wir wollten doch eigentlich gucken, ob wir ein Pferd finden können. Das wäre doch mal eine Idee. Haben wir Essen dabei? Nein. Okay, dann brauchen wir Essen. Das Brot. So. So. Vielleicht sollten wir eine Karte mitnehmen. Das hatten wir eigentlich auch vor. Warte mal, ich hole mir mal das Zuckerrohr. Hier rüber, dann kann ich das näher am Haus pflanzen. Okay, hier gibt's jede Menge Kohle noch, falls wir brauchen. Gut zu wissen. Brauchen wir, würde ich mal sagen. So. So, dann basteln wir uns mal ein paar Fackeln. Super. Dann können wir hier mal ein bisschen Licht machen, damit hier keine Monster spawnen. Auch wenn ich jetzt hier alles abgebaut habe, was nützlich ist. Gut, dann gucken wir mal, ob wir hier über den Berg kommen. Ohne runterzufallen, das wäre ganz gut. So. Okay. Oh, wow. Okay, kleinen Moment. Gerade eine Nachricht bekommen. Okay, schon ist wieder Nacht. Das ist natürlich auch blöd. So, ich brauche mal ein bisschen Leder für Schilder. Sorry, dass das nicht besonders vegan ist jetzt, aber da müssen wir durch.
Aber eigentlich wollte ich ja auch noch nicht losziehen, sondern ich wollte mir ja erstmal eine Karte machen. Dazu brauchte ich ja Zuckerrohr. Ich habe mich wieder total ablenken lassen hier. Und jetzt ist Nacht mittlerweile, das ist alles nicht so gut. Alles nicht so gut. So. Da haben wir ein bisschen. So. Oh, ich habe schon Zombies auf dem Dach. Guck dir das an. Verdammte Axt. Ja, dann komm doch, komm doch. Ich esse mal ein Brot hier, wenn ich die Explosion überlebe. Okay. Das ging ja noch mal gut. So, ah, ich hab da hinten habe ich schon Zuckerrohr. Das ist ja auch interessant. Okay. Oh, da ist noch ein Creeper. Ah, und Skelette. Shit, und jetzt kann ich nicht schlafen, weil Monster in der Nähe sind. Super. Da steht ein Zombie. Weißt du was? Ich werde das Bett mal nach oben tragen. Vielleicht bin ich dann weit genug weg von den Monstern. Ja. Arschlecken. Super. So, und jetzt können wir auf den Balkon gehen. Oh, auf dem Balkon ist der. Okay, also hier müssen wir besser ausleuchten. Sonst landen hier Skelette, das ist gut zu wissen. Okay. Weiß ich jetzt auch, wo der Pfeil herkam. Interessant. Okay. Gut. Die Spinnen sollten uns tagsüber in Ruhe lassen. Die Creeper jedoch nicht. Die werden uns weiter ärgern. Also gucken wir einfach mal, dass wir alles Nötige kriegen, um bevor der Tag wieder zu Ende ist, zu gucken, ob wir irgendwo ein Pferd finden. So. Okay. So. Ja. Naja, lass das da erstmal wachsen und hier unten ist auch noch Gold, oder? Interessant. Hier ist auch eine Höhle. Interessant.
Leuchttinte. Jetzt bringen sich sogar schon die Leuchte Dinger um hier. So. Wenn die Fackeln immer rechts sitzt, dann weiß man, wenn die Fackeln links sind, dann kommt man raus. Das ist alter Berghöhlen-Trick. Berghöhlentrick. So, waren hier nicht noch irgendwo? Ja, da war auch Kupfer. Bisher sehr wenig Kupfer gefunden hier insgesamt. Könnte unser Dach werden, das Kupfer. Alle Kühe hier sind erwachsen, das ist gut. Dann können wir bald mal... Ich brauche mehr Holzstäbe. Ich tue immer so, als ob es 1000 Stäbe gäbe, aber... gibt keine mehr in meinem Inventar. So. Jetzt können wir nämlich hier Schilder hinhängen, die uns dann sagen, was in welchem Kasten drin ist. Nehmen wir mal Eisen, davon haben wir genug. Markieren wir hier die raren Ressourcen. Und hier, okay, Kohle haben wir eh genug da. So, jetzt sind wir schon so weit. Dann können wir mal, wo wir gerade Kühe geschlachtet haben, können wir mal ein paar neue machen hier. Sehr gut. Wieder ein Ei mehr. Interessant. So. Ich glaube, wir müssten eventuell bald mal die Spitzhacke hier reparieren. Sonst geht die uns kaputt. Dazu brauchen wir ein Amboss. 1, 2, 3, 4. 5. 5 ist nicht gut. 5, 4. So. Bauen
Warum ist der Amboss hier nicht drin? Das verstehe ich nicht. Weil das weiße Wolle ist und kein Eisen. Ja, ein Amboss aus weißer Wolle bauen, das ist eher ungünstig. So, also wir brauchen 3 davon. Amboss ist ganz schön teuer. Helle Kiste. So. Und dann können wir aus der Wolle können wir ein paar Bilder machen, damit wir es hier ein bisschen gemütlicher haben. So, allerdings, wo hängen wir die hin? So, wie ist das? Sieht doch schick aus. Gut, dann können die wieder zurück ins Inventar. Und die Diamanten können wir mal nehmen zum Reparieren. So, dann machen wir ein A. Und... Sehr gut. Ist ganz schön teuer. Hätte ich auch eine neue machen können. So. So, und jetzt warten wir, bis wir das erste Mal unser Zuckerrohr ernten können. Und dann können wir uns eine Karte basteln. Und so lange wollen wir dann mal ein bisschen Fische angeln. Und vielleicht den einen oder anderen magischen Gegenstand. Oder noch ein paar mehr Sättel, wäre auch gut. Diese Tintenfische haben wirklich Todeswunsch. Da hinten schwimmt schon wieder was. Ob ich das herangeln kann. Nee. Nee, muss ich wohl hin. Oh, ist die spawned. Wie schade. Aber das hier ist noch da. Sehr gut. Ich glaube, das dauert zu lange, bis das hier... dass sie gewachsen ist. Vielleicht muss ich schon mal ohne Karte los, aber erst wenn der neue Tag da ist. Oh, Nautilus-Gehäuse. Die sind eher selten. Komm, den Fisch nehmen wir noch mit. Und es ist tatsächlich ein Fisch, aber was soll's. So. Meine Güte, ich habe schon 38 von diesen Tintensäcken. Dabei habe ich noch nicht einen einzigen Tintenfisch tatsächlich selber umgebracht. Die habe ich alle gefunden hier. Das ist diese Gegend ist eine natürliche Tintenfischfarm. So, jetzt aber. Jetzt schauen wir mal in der Savanne, ob wir da ein Pferd finden vielleicht. Und auf dem Weg sammeln wir natürlich noch mehr Tintenfischtinte auf.
Das Zuckerrohr nehmen wir mal mit. Auch wenn das jetzt nicht zu einer Karte reicht. So. Bock, bock, bock. Oh ja, richtig, hier war ja ein Spalt. Le Casim, wie die Franzosen sagen. Ja, da haben wir noch mehr von den Kühen. Das heißt, da könnten wir dann vielleicht ein paar mehr Schilder machen. Oh, wow! Das Schiff ist neu, oder? Das war noch nicht da das letzte Mal. Geile Kiste. Guck dir das an. Da steht ein Haus neben dem Schiff? Ernsthaft? Da ist ein Dorf mit einem Piratenschiff drin? Was zur Hölle? Wusste nicht, dass das geht. Guckt euch das an. Krasse Scheiße. Das heißt, hier habe ich sogar direkt ein Dorf. Das ist super. Bringt mir jetzt direkt noch nicht wirklich was. Aber die Dorfbewohner sind richtig klasse. Und hier das Schiff. Da habe ich meine Karte. Interessant. Zum versunkenen Schatz. Und hier ist bestimmt auch noch eine Kiste. Ne? Ja. Ah, super! Moosblöcke! Geil! Und Kartoffeln und Karotten. Und jede Menge Papier. Hauptgewinn. Ich glaube, die Kisten nehme ich auch mit. Die können wir gut gebrauchen zu Hause. Das ist ja klasse. Hier hoch kommt man nicht so ohne weiteres, ne? Nee. Und die haben das da mitten reingebaut und haben sich gedacht, meh. Da ist noch eine Kiste. Oh! Das wird ja immer besser. Okay, was, irgendwas müssen wir hier drin lassen. Also das Eisen müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und das lassen wir da. Aber das Lapislazuli nehmen wir auch mit. Und das Holz lassen wir da und nehmen dafür den Smaragd mit. Okay. Die Feder brauchen wir auch nicht. Dann nehmen wir die Goldnuggets mit. Ist das großartig. Hallo Kuh. Wo sie gerade da stehen. Interessant. Okay. Was ist das hier? Ist das... Oh, das war ein Stall. Oh, das tut mir leid, liebe Dorfbewohner. Vielleicht braucht ihr da eine neue Kuh jetzt. Ja, und hier wohnt tatsächlich jemand. Da ist nebenan das schönste Schiff. Aber wohnt hier in so einer halben Hütte. Mal gucken, was die Dorfbewohner sonst so sagen. Tag, was gibt's so Neues? Der möchte meine Stöcke kaufen für ein Smaragd. Das können wir doch gleich mal machen, das ist so interessant.
So, sehr nett. Wohnt hier auch jemand? Okay, das ist Alchemist wahrscheinlich oder so, oder Gerber, glaube ich. Die diese Wasserbottiche haben Gerber. Ah, toll, der will verrottetes Fleisch. Das habe ich aber drüben in der Kiste gelassen. Und ich habe wahrscheinlich auch nicht genug. Hier hat sogar ein Stelzenhaus hat er hier. Sag mal, was ist denn das? Ist ja großartig. Kartografietisch, interessant. Eine leere Karte! Okay, tut mir leid, die klaue ich. Ich nehme mal das die verdächtige Eintopfsuppe hier. Und dann nehme ich mir die Karte. Zack. So, und die können wir jetzt nicht größer machen. Okay. Damit wir genau sehen, was hier los ist. Interessant. Aha. Noch größer geht nicht, ne? Nee, noch größer geht nicht. Super. So, aber Pferde sehe ich hier noch nicht. Weil ich bin mittlerweile so dicht gepackt mit Zeug. Da ist noch eine Kuh. Dass ich am besten umkehre, bevor mich irgendwas umbringt und ich alles verliere hier. So. Dab, 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 da. Katzen kommen übrigens mit den Dörflern. Und die sind gar nicht dumm zu haben, weil die schrecken Creeper ab. Also besonders viele Dörfler gibt es hier nicht, ne? Müsste hier vielleicht nochmal ein bisschen Entwicklungshilfe leisten und ein paar Betten hinstellen und vielleicht die eine oder andere Hütte denen noch bauen, damit das ein paar mehr Dörfler werden. Weil die Monster die Dörfler gerne umbringen und wenn zu wenig dann übrig sind, dann wachsen die auch nicht nach, was ungünstig ist. Geh doch jetzt in die richtige Richtung. Ich komm von Norden, ernsthaft? Das ist Süden? Okay. Guck mal, das hätte ich jetzt, wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen, dass ich nach Süden gegangen bin. Okay. Ich meine, im Grunde genommen ist, was ich hier mache, gerade mit dem Beklauen von den Dorfbewohnern, im Grunde genommen ist das Kolonialismus, aber Minecraft ist nun mal Kolonialismus und Landschaft verschandeln, das Spiel. Insofern macht es wenig Sinn, das so nicht zu spielen, weil dann läuft man rum und wird von Zombies umgebracht. Dab, dab, da, 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 da. Dab, dab, da, da, da. Ja, man kann ja durchaus den einen oder anderen kritischen Gedanken haben. Hier vielleicht eine Idee für den englischen Kanal.
Da habe ich ja schon so ein Video mit Stellaris. So. Ich finde das gut, dass man mein Haus schon von Weitem sieht. Dann findet man es nämlich auch wieder. So, wie sieht die Karte aus? Ja, das ist tatsächlich hier im Norden. Das ist ganz im Norden von der Karte befindet sich unser Anwesen. Oh je. Zombies. Oder Mumien oder was auch immer die Wüstenzombies sind. Das ist vielleicht ein kleiner Nachteil, wenn man in dem Mesa das Lager aufschlägt, dass man dann diese Wüstenzombies kriegt. So, dann würde ich sagen, das ist ja prima Folge heute. Und das reicht auch schon wieder. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ja, was auch immer, Call to Action, like das Video, bla bla bla. Bis dann!